Ja, Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play Starfield. Wir machen weiter. Schön, dass ihr da am Start seid. Wir werden jetzt hier uns das holen. Na, da wartet es nicht mehr. Ja. Ah. Du kannst gehen, oder? Yep. Nice. Okay, gut. Vielen Dank. Wir sind auf der Erdoberfläche eingedrungen. Wir müssen besprechen, was du gefunden hast. Und andere Sternenblüter waren wohl vor uns hier. Du könntest also Gesellschaft haben. Nett. Da freut man sich ja richtig. Ach du Kacke. Arme unsere Gesellschaft. Mel. Komm schon! Ich mein, besser wird's nicht. Danke, dass du ihn da geboxt hast. Kommt jemand? Hier wäre ein guter Punkt, wo jemand einfach herausspringen könnte, aber nein. Aua! Ich brauche, oh Gott. Fast tot. Mist, aber ich versuch mal. Ich glaube, das werde ich nicht schaffen ohne Medikit. Mal gucken. Ich habe ja gespeichert. Okay. Der eine ist weg. Beiden weg. Nice. Ey, vielleicht schaffe ich das ja wirklich. Ich meine, wird spannend. Aber muss ich kein Medikit ausgeben. Hm? Energie erforderlich oder was? Scheiße. Jetzt geht es, oder? Ja. Ah, komm her, Gegner, ne? Scheiße, dann schaffe ich es nicht. Noch ein Gegner kommt, war es das. Aber mal gucken, vielleicht kommt da auch keiner. Kann ich mich nämlich aber hinlegen, weil es ist ja nicht schlimm, wenn ich halb tot bin. Muss noch speichern. Nur für den Fall, dass wir sonst drauf gehen könnten. Gehe davon aus, dass wir gleich noch ein paar haben werden. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier so durchkommen. Ganz ohne Problems.
Und noch einer. Okay, der war easy. Oh nein, da haut ab, 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 da haut ab. Ey! Bastard. Heilt er sich einfach? Arschloch. Was sind das denn für Vögel? Kann ich wieder runterschubsen? Nein, ich wollte. Nee, das lasse ich lieber. Sehr gut. Sehr gut. Er braucht schon Leitern oder Treppen. Geht nämlich schneller. Zack. Aua. Sehr gut. Hallöchen. Na ja, na. Euer Schiff? Wo ist mein Schiff? Hi. Verstehst du jetzt, warum du herkommen solltest? Die Artefakte haben das Geheimnis interstellarer Reisen enthüllt. Auf Kosten der Erde. Ein No-Brainer. Warum eine Welt haben, wenn man alle besiedelten Systeme haben kann? Die Grafantriebe waren es nicht wert, die Erde zu opfern, unser Zuhause. Nun, manchen von uns hat das Opfer weit mehr als nur den Grafantrieb gebracht. Falls wir es nicht sowieso verloren hätten. Krieg, Krankheiten, Hunger. Die Klassiker. Siehst du das nicht? Das Artefakt hat die Menschen zu den Sternen gezwungen. Sie hatten keine Wahl. Wie viele hätten die Erde gewählt? Was gab Victor Eiser das Recht, für sie zu entscheiden? Du erkennst die Heuchelei in den Worten des Gesandten. Der Gesandte will den Leuten ihren freien Willen nicht nehmen, aber stiehlt die Artefakte, um sie für sich zu haben. In den falschen Händen können die Artefakte jeden zum Tyrannen machen. Deswegen geben wir auf sie Acht. Das Einzige, worauf du Acht gibst, bist du selbst. Bezahlt ist ein anderes, als die Sternblüte Entscheidungen trifft. Ich würde keinem von ihnen vertrauen. Aber du kennst dich selbst und deine Ziele. Vielleicht ist das genug. Der Gesandte und ich haben unsere Differenzen, aber du solltest uns keinen gemeinsamen Feind verschaffen. Ausnahmsweise hat er recht. Tu es nicht. Wir können die letzten Teile gemeinsam finden. Also Hunter, das war ja der auch uns angegriffen hat. Das Problem ist allein zur Allheit. Also immer alleine zu sein, zu sagen, ich habe euch beide satt, ist halt auch nicht. Ich bin immer das hier, ich bin auf der Seite des Gesandten. Ich weiß nicht, ob ich deiner Wahl zustimme, aber ich werde dich unterstützen. Danke. Tja, ich habe es versucht.
Wir erklären das am üblichen Ort. Ja, weil der Hunter, der ist misstrauisch, der Gesandte. Wir kommen. Ich stehe zu meinem Wort. Wir sehen uns dort. Ich weiß auch nicht, ob das richtig ist. Boah, du, das... Bleibst du kurz? Du wirst bestimmt fragen, wie es weitergeht. Was ist der Tempel? In einem bestimmten Tempel gibt es immer ein letztes Altar. Ob du nun auf meiner Seite oder der Desanta stehst, der andere wartet dort. Sei auf alles vorbereitet. Andere Sternenblüter, menschliche Söldner und Verteidigungsanlagen. Aliens unter Bewusstseinskontrolle. Warum warten wir? Können wir den Hunter nicht angreifen? Wir haben im Laufe der Jahre einige Vereinbarungen getroffen. Wenn man das überhaupt Jahre nennen kann. Wir lassen ihn gehen und er wartet dafür beim verschütteten Tempel. Du kannst dich vorbereiten, wie du möchtest. Wie soll ich mich vorbereiten? Es gibt einen Tempel für jedes Artefakt. Finde so viele, wie du kannst. Du brauchst ihre Kraft. Begleitest du mich dorthin? Ich treffe dich im Orbit über dem verschütteten Tempel. Wir stellen uns dem gemeinsam. Okay. Gut, warte mal. Ich habe gerade mal eine Idee und die würde ich ganz gerne mal ausprobieren, weil ich glaube, ich weiß, warum es nicht geht. Oder ich schätze, dass ich weiß, warum es nicht geht. Ich glaube, wir brauchen dieses andere Raumschiff für die Frontier. Weil der Gravitationssprung hier nicht weit genug ist, natürlich. Oh, dieses Gravitationsquatsch, ne? Das Problem ist... Die ist halt so gut, das Schiff, ne? Das Schiff ist halt so super, aber nein, Gravitation reicht nicht. Ich meine, ich verstehe es eh nicht, warum es überhaupt drin ist. Also ehrlich, das... Und ich schon... Finde ich irgendwie eh... Ist das nicht hier? Oh. Ja, warum wird mir das aber nicht angezeigt? Moment mal. Moment mal, warum wird mir das nicht... Warte mal. Oder ist das wieder ein bisschen buggy? Oh. Warte mal. Vielleicht habe ich auch nichts gesagt. Weil es unlogisch, wenn es nicht geht. Weil jetzt haben wir die Mission fertig und jetzt so lange sollte es gehen, theoretisch. Ja, die klappt. Warum? Ja, aber warum wird es nicht angezeigt? Ach, egal. Hinterfragen wir es nicht. Wir stehen auf, aber doch. Ja, jetzt sitzt er angezeigt, ja, danke. Oder ist jetzt die andere Quest? Ja, wird das von der Quest, die mal angezeigt wird? Nee, das hier erwirbt die Kraft. Klasse, da war es ja wieder ein Bug. Ah, supi. Ja, wir haben ja noch nicht, haben natürlich auch gar keine Bugs gehabt, insofern. Ne, warte, wir haben ja gedacht, 24 machen wir. Ah, deswegen bin ich immer so
Es ist eine Kleinigkeit, ne? Klar, das ist ein kleiner Bug gewesen. Ich will auch nicht bei ihr, aber verlieren, es sind zu viele von den Dingern. Das sitzt so oft. Und bei kleinen Bugs sage ich auch nichts. Das ist mal ein kleiner Bug, ist ja Gott, das passiert immer mal wieder, ne? Aber. Wow, da war ich 3 Jahre. Nice. Naja, man müssen wir nur so oft machen, bis endlich mal. Nachdem wir nun ausgeruht sind, frisch ans Werk. Oh, nimm heute der Gedenkfeier teil, dann mache ich gleich. Oder machen wir in der nächsten Folge. Hab's mal, warte. Warte, dann machen wir einen. Warte hier. Ja gut, wir werden kurz Artefakt holen und dann. Wir holen auch das Artefakt heute und dann erwirbt die Kraft. Hä? War ich hier schon? Nee, ne? Nee. Aber ich muss also, weil es vielleicht in der Nähe ist. Ja, jetzt ist er angezeigt. Hä? Ah, Spiel, ich will ich. Ich verstehe dich nicht, ernsthaft. Das ist doch bescheuert. Gut. Ja, für Folge. Ich glaube, es war irgendwie jetzt wieder fehlerhaft. Fehlerhaft wieder mal gemacht. Schon wieder. Und das ist ja, das ist passiert zu oft, ne? Es ist nicht, dass es mal passiert, dann sage ich auch nicht. Kräfte. Mein Tempel 6, warum auch mal 6 steht, ich hab 8 Kanal. Ja. Total schade. Zum 100. Mal das gleiche anzugucken. Schade, dass ich es nicht immer machen kann. Okay, Tempel Omikron und dann. Oh, die ist aber hochmotiviert. Zack. Und hoffentlich ja wegfliegt, geil. Ah, da hinten. Die nächste Superkraft. Ich wäre zu gern beim Bau dabei gewesen. Die Werkzeuge, die Methoden. Scheiße. Ja, zum Glück habe ich gespeichert. Zum Glück.
Wieder Omikron. Hat Lungenschaden. Das ist jetzt doof. Bleib hier. Du bist... Krieg der Engel, ah ja. Easy. Gut. Wir haben es. Nice. Und damit würde ich dann auch sagen, beende ich dann die Folge. Wir können auch ganz kurz zum Schiff zurück. Wie geht das? Und dann können wir so langsam sagen, ist die nächste Mission, Ich erwarte deinen Befehl, Captain. Ich erwarte meinen Befehl auch. Genau. Wo ist denn das? Wird mir das hier nicht angezeigt? Oh Gott. Gut, Leute, ich danke dann fürs Zuschauen, wenn ihr dabei seid. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge wie immer Spaß gemacht. Und beim nächsten Mal geht's weiter. Euer Pyroser, ciao. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, da geht's dann weiter mit Starfield. Bis dann, tschüss.